Ja, noch einmal einen guten Morgen wünsche ich Ihnen allen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zunächst einmal ganz herzlich die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier im Europäischen Parlament begrüßen zur Rede zur Lage der Union. Es ist mir auch eine ganz besondere Ehre, Olena Zelenska heute hier bei uns begrüßen zu dürfen an diesem wichtigen Tag. Dear Olena, we are with you. Liebe Olena, wir stehen an Ihrer Seite und an der Seite des ukrainischen Volkes. Wir sind in einer Situation, in der es einen ungerechtfertigten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gegeben hat. Die Energiepreise steigen. Wir haben es mit Klimakatastrophe zu tun, Ernährungsunsicherheit und eine Krise der steigenden Lebenshaltungskosten. Unsere Botschaft heute wird sein, dass Europa darauf eine Antwort finden wird. Und wir werden deutlich machen, wie das geschehen soll. Dafür gebe ich sehr gern das Wort an die Kommissionspräsidentin zur Rede zur Lage der Union. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Madam President. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr verehrte Abgeordnete, liebe Europäerinnen und Europäer. Das Parlament hat noch nie zur Lage der Union debattiert, während gleichzeitig ein Krieg auf europäischem Boden stattfand. Im Ende Februar sind wir aufgewacht und waren erschrocken über das, was wir gesehen und gehört haben, angesichts der Grausamkeit und des Bösen, was da geschieht. Die Brutalität des Krieges wurde deutlich. Aber von diesem Moment an, Ende Februar, ist ein ganzer Kontinent in Solidarität aufgestanden. An unseren Grenzen haben die Flüchtlinge Schutz gefunden. In unseren Straßen wurden überall ukrainische Flaggen aufgehängt. In den Klassenräumen haben ukrainische Kinder neue Freundschaften geschlossen. Und von diesem Moment an haben die Europäer nicht gezögert. Sie haben sofort den Mut gefunden, um das Richtige zu tun. Und von diesem Augenblick an ist unsere gesamte Union aufgestanden. Vor 15 Jahren, während der Finanzkrise, haben wir Jahre gebraucht, um letztendlich dauerhafte Lösungen zu finden. Ein Jahrzehnt später, als wir die Corona-Pandemie hatten, haben wir nur ein paar Wochen gebraucht. Aber in diesem Jahr, sobald die russischen Soldaten über die Grenze in die Ukraine vordrangen, war unsere Reaktion geeint, unmittelbar und entschlossen. Und ich glaube, darauf können wir wirklich stolz sein. Wir haben die innere Stärke Europas wieder an die Oberfläche gebracht. Und wir werden diese ganze Stärke auch benötigen. Denn die Zeiten, die noch vor uns liegen, werden nicht einfach sein. Das gilt für die Familien, die mit dem Geld zurechtkommen müssen. Das gilt für Unternehmen, die schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und das muss ich sehr klar sagen, hier steht wirklich sehr viel auf dem Spiel. Nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa und letztendlich für die ganze Welt. Wir werden hier auch geprüft werden. Wir werden geprüft werden von denjenigen, die jegliche Art von Spaltung unter uns ausnutzen möchten. Und da geht es nicht nur um den Angriffskrieg der Russen gegenüber der Ukraine, sondern es geht hier auch um Energie. Es geht um einen Krieg der Wirtschaft, es geht um die Werte, es geht um die Zukunft. Um all das geht das. Es geht um die Autokratie gegenüber Demokratie. Und ich stehe hier
mit der Überzeugung, dass, wenn man den notwendigen Mut und die Solidarität aufbringt, Putin fehlschlagen wird und die Demokratie siegen wird. Today, courage. Heute ist es so, dass Mut einen Namen hat und dieser Name heißt Ukraine. Mut hat ein Gesicht bekommen und dieses Gesicht ist das Gesicht der ukrainischen Frauen und Männer, die sich der russischen Aggression entgegenstellen. Ich erinnere mich an Zeitpunkte zu Beginn der Invasion, als die First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, die Eltern von ukrainischen Kindern zusammenbrachte, die getötet worden waren. Hunderte von Familien, für die dieser Krieg nie zu Ende gehen wird und für die das Leben niemals wieder so wird, wie es vorher war. Wir haben gesehen, wie die First Lady eine schweigende Menge an traurigen Müttern und Kindern geleitet hat und kleine Kugeln aufgehangen hat in den Bäumen, eines für jedes totes Kind. Das werden wir immer behalten und diese unschuldigen Opfer des Krieges werden in unserer Erinnerung immer weiterleben. Und ja, sie ist heute hier bei uns, liebe Olena Zelenska. Das hat einen sehr großen Mut erfordert, der Brutalität Putins entgegenzutreten. Aber Sie haben diesen Mut aufgebracht und eine ganze Generation von Helden ist entstanden. Die Ukraine ist stark, weil ein ganzes Land Straße für Straße, Haus für Haus gekämpft hat. Und wir haben in den letzten Tagen immer wieder gesehen, dass die Tapferkeit der Ukrainer sich auszahlt. Ukraine ist stark, weil Menschen wie ihr Ehemann diesen Widerstand geleitet haben, gemeinsam mit ihnen und den Kindern. Sie haben einer ganzen Nation diesen Mut gegeben. Sie haben auf der weltweiten Ebene Bühne Ihrem Volk eine Stimme verliehen und uns Hoffnung gegeben. Deswegen möchte ich Ihnen danken und allen Ukrainern, eine ganze Generation von Helden, Slava Ukraini. Die europäische Solidarität gegenüber der Ukraine wird unerschütterlich sein. Von Tag 1 stand Europa an der Seite der Ukraine mit Waffen, mit Geld, mit Gastfreundschaft gegenüber den Flüchtlingen und mit den härtesten Sanktionen, die die Welt jemals gesehen hat. Der Wirtschaftssektor Russlands ist geschwächt. 3/4 des Bankensektors Russlands ist abgekoppelt vom Finanzsystem. Etwa 1000 Unternehmen haben das Land verlassen. Die Produktion von Automobilen ist um 75% gesunken. Aeroflot muss die Flugzeuge am Boden halten, weil es keine Ersatzteile gibt. Das russische Militär nutzt Chips aus Kühlschränken und Spülmaschinen, um die Militärausrüstung wieder zu reparieren, weil es da einfach keine Industrie mehr gibt. Die liegt am Boden in Russland. Und es ist der Kreml, der das verursacht hat für die russische Industrie. Das ist der Preis für Russlands und Putins Weg der Zerstörung und des Todes. Und ich möchte das ganz klar sagen. Die Sanktionen werden bleiben. Jetzt ist es die Zeit der Entschlossenheit und der Klarheit. Und das Gleiche gilt für die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Die EU hat mehr als 19 Milliarden
Euro an finanzieller Unterstützung geleistet und da ist die militärische Hilfe gar nicht eingerechnet. Und wir sind auf eine lange Dauer eingestellt. Der Wiederaufbau der Ukraine wird unglaublich viel Mittel erfordern. Es sind beispielsweise mehr als 70 Schulen zerstört worden. 500.000 ukrainische Kinder haben in der Europäischen Union ihren Schulgang begonnen. Aber es gibt so viele ukrainische Kinder, die gar keinen Klassenraum haben, in den sie gehen können in der Ukraine. Und Sie haben gestern mir gesagt, jeden Tag, wenn die Eltern ihre Kinder in die Schule schicken, dann geben sie den Kindern nicht nur den Schulranzen mit, sondern auch eine Nottasche mit medizinische Ausrüstung mit Socken und Unterwäsche zum Wechseln mit Getränk und Lebensmittel, also so eine Nottasche. Also stellen Sie sich das mal vor, Sie bringen morgens Ihr Kind in die Schule und wissen nicht, ob Sie es nachmittags noch wiedersehen werden. Also, sehr verehrte Olena, wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die ukrainischen Schulen wieder mit aufzubauen. Wir werden das zur Verfügung stellen, was Sie brauchen. Denn die Zukunft der Ukraine, die beginnt natürlich in den Schulen und mit den Kindern. Und wir werden nicht nur finanzielle Unterstützung leisten, sondern wir werden der Ukraine dabei helfen, ihr Potenzial vollständig zu nutzen. In der Ukraine gibt es bereits sehr viele junge, gute Unternehmen und wir wollen den Binnenmarkt voll und ganz nutzen, um hier Wachstum zu beschleunigen und Möglichkeiten zu schaffen. Erfolgreich an unser Stromnetz angekoppelt. Das war für erfolgreich an unser Stromnetz angekoppelt. Das war für 2024 geplant. Das haben wir aber innerhalb von 2 Wochen hingekriegt. Und jetzt ist es so, dass die Ukraine Strom in die Europäische Union exportiert. Ich möchte die gegenseitigen guten Weg ausweiten. Wir haben bereits Einfuhrzölle von ukrainischen Exporten in die EU ausgesetzt. Wir möchten die Ukraine in unseren europäischen freien Roaming-Raum bringen. Daran ist es wirklich in der Zeit. Und Solidarität war ein großer Erfolg. Und die Europäische Union wird mit der Ukraine zusammenarbeiten, um hier einen nahtlosen Zugang zur Europäischen Union zu ermöglichen. Unser Binnenmarkt ist eine großartige Erfolgsgeschichte. Wir wissen, wie viel Kraft darin steckt. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass das auch eine Erfolgsgeschichte für unsere ukrainischen Freunde wird. Deshalb möchte ich heute auch nach Kiew reisen, um das mit Präsident Zelensky zu diskutieren, um ihm zu zeigen, welch großartiges Potenzial der Binnenmarkt für die Ukraine bieten kann. My honorable members. Sehr verehrte Abgeordnete, eine Lehre, die aus diesem Krieg zu ziehen ist, ist, dass wir denjenigen hätten zuhören müssen, die Putin kannten, zu Anna Politkovskaya und alle die russischen Journalisten beispielsweise, die die Verbrechen aufgezeigt haben und dafür einen hohen Preis gezahlt haben. Georgien, Moldova und die Opposition in Belarus, diesen Stimmen hätten wir zuhören müssen und auch den Stimmen in der EU, in Polen, in den baltischen Städten, in Mittel- und Osteuropa. All die Stimmen, die uns seit Jahren eigentlich schon gesagt haben, dass Putin nicht aufhören würde. Und sie haben auch so gehandelt. Unsere Freunde in den baltischen Staaten haben hart daran gearbeitet, die Abhängigkeit von Russland abzustellen. Sie haben an erneuerbaren Energien gearbeitet und so weiter. Ja, das waren natürlich hohe Kosten. Aber die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland, das kostet noch viel mehr. Das ist ein viel höherer Preis zu bezahlen. Diese Abhängigkeit müssen wir in ganz Europa abstellen. Und deshalb sind wir jetzt bei 84% Speicherung. Das ist gut, da sind wir schon besser als bei dem gesteckten Ziel. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen diversifizieren, loskommen von Russland. Wir brauchen vertrauenswürdige Lieferanten wie die Vereinigten Staaten, Norwegen und andere. 2 interessante Zahlen. Im letzten Jahr war das russische Gas 40% unserer Gasimporte. Heute macht das nur noch 9% aus. Aber
Wir sehen natürlich auch, dass Russland aktiv unsere Energiemärkte manipuliert. Sie brennen das Gas ab, anstatt dass es geliefert wird. Dieser Markt funktioniert also gar nicht mehr. Und hinzu kommt, dass die Klimakrise uns betrifft. Hitzewellen haben dazu geführt, dass die Energiepreise ansteigen. Und sie sind mittlerweile 10-mal höher als vor der Pandemie. Hier zurechtzukommen, finanziell zurechtzukommen, das ist für Millionen von Unternehmen und Haushalten in der Europäischen Union ein großes Problem geworden. Aber wir sehen auch, wie die Europäer mit dieser Herausforderung umgehen. Beispielsweise Keramikfabrik in Mittelitalien. Sie haben jetzt eher die Schichten ganz früh morgens, damit sie dann die niedrigeren Energiepreise nutzen können. Und die Mütter und Väter, die dort arbeiten, müssen ganz früh aus dem Haus, während die Kinder noch schlafen. Das liegt an dem Krieg, der tobt. Das haben die sich nicht selber ausgesucht. Das ist nur ein Beispiel von Millionen anderer Europäer, die sich an eine neue Wirklichkeit anpassen müssen. Und ich hoffe, dass die Europäische Union sich an den Menschen ein Beispiel nehmen können. Die Nachfrage anpassen, das wird unsere Versorgungsmöglichkeiten länger halten lassen und wird die Preise senken. Und auf die Art und Weise können die Mitgliedstaaten auch ihren Gesamtenergieverbrauch reduzieren. Dann wird es so sein, dass zielgerichtete Unterstützung eingesetzt werden muss. Für KMU, beispielsweise für Glashersteller, die ihre Öfen nicht mehr anstellen können, oder auch für die Familien, die hohe Energierechnungen bekommen und das einfach nicht mehr tragen können. Da brauchen Millionen eine Unterstützung. Und deswegen wollen wir einen Deckel vorsehen für Einkommen der Unternehmen, die Energie zu niedrigen Kosten erzeugen. Diese Unternehmen bekommen jetzt Gewinne, die sie sich nie hätten erträumen können. Und in unserer sozialen Marktwirtschaft ist es so, dass Gewinne natürlich in Ordnung sind. Gewinne zu erzielen ist schon gut. Aber in diesen Zeiten ist es nicht richtig, wenn man Rekordgewinne macht, da ein Vorteil aus der Kriegssituation zieht. Deswegen muss man in diesen Zeiten solche Gewinne teilen und dorthin kanalisieren, wo sie am dringendsten benötigt werden. Und deshalb haben wir hier auch die Stromerzeuger auf der Grundlage von fossilen Brennstoffen. Und unser Vorschlag wird auch mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten erbringen, um die Probleme abzufedern. Das sind alles vorübergehende Maßnahmen, an denen wir arbeiten und auch an einer Deckelung der Energiepreise. Wir müssen daran arbeiten, dass die Energiepreise sinken. Auf der einen Seite müssen wir die Energieversorgungssicherheit gewährleisten. Auf der anderen Seite müssen wir die globale Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. Das Gas muss ja weiterhin in die EU fließen. Wenn das Gas aber zu teuer ist, dann wird dadurch unsere globale Wettbewerbsfähigkeit geschädigt. Deswegen werden wir mit den Mitgliedstaaten Instrumente entwickeln, um unsere Partnerschaft mit den Lieferanten uns anzusehen. Wir wollen weg von unverlässlichen Lieferanten wie Russland und uns mehr beispielsweise an Norwegen wenden. Ich habe mich mit Premierminister Støre darauf geeinigt, dass wir eine Taskforce einrichten, die sich damit befasst, wie wir auf vernünftige Art und Weise die Gaspreise regeln können. Ein weiteres wichtiges Thema steht natürlich auch auf der Tagesordnung. Unsere Gasmärkte haben sich dramatisch verändert. Wir hatten Pipeline-Gas und sind davon weg hin zu LNG-Gas. Der Benchmark TTF im Gasmarkt ist verändert. Und deswegen wird die Kommission daran arbeiten, hier einen besseren Benchmark zu entwickeln für den Gashandel, damit dieser Wandel im Markt besser reflektiert wird.
Gleichzeitig müssen wir wissen, dass die Energieunternehmen auch sehr große Probleme haben im Moment. Wir werden hier mit den Marktregulierern zusammenarbeiten, um diese Probleme zu lösen, indem die Regeln entsprechend abgeändert werden, damit die Intratagesschwankungen abgeschwächt werden. Und wir werden einen entsprechenden Rahmen im Oktober vorsehen, damit staatliche Garantien möglich sind, während man gleiche Spielregeln für alle behält. Das ist ein extrem komplexes Thema. Das ist nicht einfach, aber es sind auch erst die ersten Schritte. Es ist eine unmittelbare Krise, mit der wir zu tun haben, aber wir müssen gleichzeitig auch in die Zukunft blicken. Die derzeitigen Strommärkte gründen sich auf Merit Order. Das ist aber nicht das, so wie sie gestaltet sind. Das passt nicht in die derzeitige Situation und passt nicht für die Verbraucher. Die Verbraucher müssen die niedrigeren Kosten von erneuerbaren Energien nutzen können. Das heißt, es muss eine Entkopplung geben der starken Dominanz der Gaspreise auf Strom. Deswegen ist eine tiefgreifende Reform des Elektrizitätsmarkts erforderlich. Und da gibt es jetzt einen sehr wichtigen Punkt. Vor einem halben Jahrhundert, in den 70er Jahren, da war es ja so, dass man es mit der Ölkrise zu tun hatte. Das erinnern ja manche von uns vielleicht noch, die autofreien Wochenenden, um Energie zu sparen. Aber wir sind auf den gleichen Straßen weitergefahren. Wir haben unsere Ölabhängigkeit nicht reduziert. Fossile Brennstoffe wurden stark subventioniert. Das war falsch. Nicht nur mit Blick auf Klima, sondern auch für die öffentlichen Finanzen und für die Abhängigkeit. Diesen Preis zahlen wir heute noch. Nur einige haben damals verstanden, dass das eigentliche Problem die fossilen Brennstoffe an sich waren und nicht der Preis an sich. Das waren unter anderem die dänischen Freunde. Als die Ölkrise zuschlug, hat Dänemark sich sehr stark der Windenergie zugewendet. Sie haben hier eine Führungsrolle übernommen in diesem Sektor und haben Zehntausende neue Arbeitsplätze geschaffen. Diesen Weg muss man einschlagen. Nicht irgendeine schnelle Maßnahme, sondern wirklich eine große Veränderung, ein Wandel für die Zukunft. Das muss auch heute unser Ansatz sein. Mesdames et Messieurs les députés, la bonne nouvelle, que cette transformation. Meine Damen und Herren, die gute Nachricht ist, dass dieser Wandel jetzt begonnen hat. Im der Nordsee und im in der Ostsee wird jetzt massiv in Windenergie auf See investiert. Es gibt ja eine große Solarkraftwerke. Dort wird bald ein großes Werk errichtet für Sonnenenergie. Und in Deutschland wird man sich dem grünen der grünen Wasserstoffproduktion zuwenden. Das kann wirklich große Veränderungen für Europa bedeuten. Wir müssen vom Nischenmarkt wegkommen hin zu einem Massenmarkt für Wasserstoff. Und mit Repower EU haben wir hier unser Ziel verdoppelt. Wir wollen 10 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff bis 2030 herstellen. Und um das zu schaffen, müssen wir hier einen entsprechenden Markt für Wasserstoff herstellen, der Investitionen ermöglicht und Angebot und Nachfrage in diesem Zusammenhang ermöglicht. Deswegen kann ich heute sagen, dass wir eine neue europäische Bank für Wasserstoff einrichten werden, die den Ankauf von Wasserstoff ermöglicht und dafür die Investitionsfondsmittel nutzt. 3 Milliarden Euro kann sie investieren, um den zukünftigen Wasserstoffmarkt aufzubauen. Und auf diese Art und Weise werden wir die zukünftige Wirtschaft aufbauen. Das ist unser grüner Pakt für Europa. Et nous avons tous vu.
Und wir haben in den letzten Monaten alle gesehen, wie wichtig der Grüne Pakt ist. Der Sommer 2022 wird uns in Erinnerung bleiben. Wir haben alle gesehen, wie die Flüsse ausgetrocknet sind, wie die Waldbrände geherrscht haben, wie die Dürre geherrscht hat. Und die Auswirkungen sind enorm. Es ist so, dass die Gletscher in den Alpen ja eine Art Notreserve für Rhein und andere große Flüsse waren. Aber die Gletscher schmelzen schneller ab denn je. Und deswegen werden die Dürrezeiten in Zukunft noch viel schlimmer werden. Wir müssen noch härter daran arbeiten, dass wir gegen die Klimakrise vorgehen. Und dafür ist es so wichtig, dass die EU sich für einen ehrgeizigen weltweiten Pakt für die Zukunft einsetzen. Es gibt da ja auch die Konferenz zur Biodiversität in Montreal dieses Jahr. Und wir werden das auch bei der COP 27 in Sharm el-Sheikh tun. Aber kurzfristig müssen wir besser ausgerüstet sein für den Klimawandel. Kein einziges Land kann allein gegen diese Wetterphänomene kämpfen und gegen die zerstörerische Kraft. Diesen Sommer haben wir aus Griechenland, aus Schweden, aus Italien Flugzeuge geschickt, um die Waldbrände in Frankreich, in Deutschland zu löschen. Aber wenn das häufiger vorkommt und intensiver wird, dann wird Europa mehr Kapazitäten brauchen. Und deshalb kündige ich heute an, dass wir unsere Kapazitäten verdoppeln werden gegen Waldbrände im Laufe des nächsten Jahres. Wird die EU 10 Amphibienflugzeuge kaufen und zusätzliche Hubschrauber gegen Waldbrände. Das ist die europäische Solidarität in Aktion. Honorable Members. Sehr geehrte Abgeordnete. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie viel Europa erreichen kann, wenn es geeint ist. Nach einer nie dagewesenen Pandemie ist unser Wirtschaftsoutput wieder in Rekordzeit zu vorpandemischen Zeiten zurückgekommen. Wir hatten keine Hoffnung und wir haben jetzt 4 Milliarden Impfdosen für die Europäer und für die ganze Welt sichergestellt. Und wir haben auch Möglichkeiten gefunden, um Unternehmen zu unterstützen. Wir waren in der tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben es geschafft, den schnellsten Wiederaufschwung seit dem Nachkriegsboom zu erreichen. Und es war möglich, weil wir alle hinter einem Wiederaufbauplan standen. Next Generation EU war wirklich ein Vertrauensboost für unsere Wirtschaft und diese Reise hat erst begonnen. Hunderte Milliarden Euro wurden für die Mitgliedstaaten bereitgestellt bisher. Das bedeutet, 700 Milliarden Euro sind immer noch nicht in unsere Wirtschaft geflossen. Next Generation EU wird einen konstanten Strom der Investitionen für Wachstum und Beschäftigung darstellen. Es bedeutet aber auch eine Erneuerung, also neue Windturbinen und Solarparks werden investiert und Sparmaßnahmen für Strom. Wir haben das vor fast 2 Jahren begonnen, aber es ist immer noch das, was Europa gerade braucht. Also wir sollten wirklich an dem Plan festhalten und das Geld vor Ort bringen, denn es ist dort notwendig. Sehr geehrte Abgeordnete, die Zukunft unserer Kinder braucht beides. Wir müssen investieren in die Nachhaltigkeit. Wir müssen aber auch nachhaltig investieren. Wir müssen die Wende zu einer digitalen und CO2-freien Wirtschaft hinbekommen. Und da müssen wir auch höhere öffentliche Verschuldung ansprechen. Wir brauchen Steuerpolitik, die strategische Investitionen sicherstellt, aber auch die Stabilität des Geldes garantiert. Im Oktober werden wir deshalb neue Ideen vorschlagen für unsere wirtschaftliche Governance. Ich möchte ein paar Grundprinzipien mit Ihnen teilen heute.
Mitgliedstaaten sollten mehr Flexibilität bekommen bei dem Weg hin zur Schuldenminimierung. Aber es sollte mehr Rechenschaftspflicht geben bei der Leistung dessen, worauf wir uns geeinigt haben. Es sollte einfachere Regeln geben, die auch alle befolgen können, damit wir strategische Investitionen möglich machen können und damit die Finanzmärkte auch das Vertrauen zurückgewinnen. Wir sollten also einen gemeinsamen Weg nach vorne wählen mit mehr Investitionsfreiheit, das ist notwendig, aber mehr Kontrolle beim Verfahren und das, worauf man sich geeinigt hat, das muss auch eingehalten werden, mehr Eigeninitiative der Mitgliedstaaten. Wir sollten den Maastricht-Geist wieder entdecken. Also Stabilität und Wachstum können nur Hand in Hand gehen. Because honorable members, as we... Denn, sehr geehrte Abgeordnete, wenn es um diese Transformation in unserer Wirtschaft geht, da müssen wir uns auf die soziale Marktwirtschaft und ihre anhaltenden Werte stützen. Das ist wirklich die einfache Idee, dass Europas Stärke in uns allen liegt. Unsere soziale Marktwirtschaft bringt uns alle dazu, unser Bestes zu geben. Aber auch unsere menschliche Qualität wird berücksichtigt. Die großen Risiken des Lebens wie Armut, Krankheit, Altwerden werden berücksichtigt. Es belohnt Leistung und garantiert Schutz. Es öffnet Möglichkeiten, aber es setzt auch Grenzen. Und wir brauchen das heute mehr denn je. Denn die Stärke unserer sozialen Marktwirtschaft wird die grüne und die digitale Transition vorantreiben. Für die KMU gibt es hauptsächlich drei Dinge. Haben wir wirklich ein befähigendes Umfeld? Haben wir einen Arbeitsmarkt oder Arbeitskräfte mit den richtigen Fähigkeiten? Und haben wir Zugang zu den Rohstoffen, die unsere Industrie braucht? Das werden die drei Hauptfragen sein, die wir gleich beantworten müssen, damit wir eine Zukunft haben mit dem Modell, das ich gerade beschrieben habe. Für unsere KMU müssen wir die Hindernisse abbauen, die sie noch zurückhalten. Sie müssen wirklich im Kern dieser Transformation stehen. Sie sind ja das Rückgrat unserer Wirtschaft und auch wirklich geschichtlich immer wichtig gewesen. Und ihre Mitarbeiter stellen sie immer vorne an, auch in Krisenzeiten. Aber Inflation und Unsicherheit treffen sie besonders hart. Deshalb werden wir ein KMU Relief Package einrichten. Es wird einen Vorschlag enthalten für eine einheitliche Steuer, ein einheitliches Steuermodell namens BEFIT. Es wird einfacher werden, Geschäfte zu machen in unserer EU, weniger Verwaltungslast und, sehr geehrte Abgeordnete, und es ist wirklich an der Zeit, dass wir die Late Payment Richtlinie überarbeiten. Es ist nicht fair, dass jede vierte Insolvenz, das sind ja 25% aller Insolvenzen, darauf zurückzuführen sind, dass Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt wurden. Das müssen wir überarbeiten, auch für die Familienunternehmen. Das wird wirklich ein Rettungsring für sie sein. Geordnete. Das zweite Thema ist das große Personal. Und das ist eine große Herausforderung für Europa und Europas Unternehmen. Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie nie, 6,0%, 6% Arbeitslosigkeit. Das ist gut. Aber gleichzeitig liegt die Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau. Lastwagenfahrer, Kellnern, Flughafenpersonal, Krankenpfleger, Impfpfleger, Ingenieurinnen, IT-Technikerinnen. Von ungelernt bis Universitätsabschluss, Europa braucht sie alle. Und wir müssen daher viel stärker in Aus- und Weiterbildung investieren. Dazu wollen wir eng mit den Unternehmen zusammen. Sie wissen am besten, welche Fachkräfte sie heute brauchen, aber auch welche Fachkräfte sie morgen brauchen. Und wir müssen diesen Bedarf viel besser in Einklang bringen mit den Zielen und den Wünschen der Arbeitssuchenden selbst für ihren Berufsweg.
Wir haben dieses wunderbare große Instrument ESF. Aber wir brauchen auf der anderen Seite auch eine Struktur, dass diese Gelder wirklich effektiv eingesetzt werden können. Und ein zweites ist auch wichtig. Wir müssen gezielter Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, die hier Unternehmen und Europas Wachstum stärken. Und deshalb ist ein wichtiger Schritt, ihre Qualifikationen, die können was, diese Menschen, ihre Qualifikationen in Europa besser und schneller anzuerkennen. Das ist die Möglichkeit, Europa attraktiver zu machen für alle, die etwas können und die sich einbringen wollen. Und deshalb schlage ich vor, es ist ein Riesenthema, das kann man nicht hier abhandeln. Ich schlage vor, dass wir das Jahr 2023 zum europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung machen. Lasst uns einen Schwerpunkt darauf setzen. Das ist jetzt der richtige Schritt. Und meine Damen und Herren Abgeordnete, der dritte Punkt, der so wichtig ist für unsere kleinen und mittleren Unternehmen und unsere Industrie in Europa. Ganz unabhängig davon, ob wir über maßgeschneiderte Chips für die virtuelle Realität sprechen, haben wir viel gemacht in diesem Parlament, oder über Speicherzellen für Solaranlagen, der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Und allein unser Bedarf an seltenen Erden wird sich bis 2030 verfünffachen. Einerseits ist das ein gutes Zeichen, denn es zeigt, mit welchem Tempo wir beim europäischen Green Deal vorangehen. Das Problem ist nur, dass derzeit ein einziges Land fast komplett den gesamten Markt beherrscht. Wir müssen verhindern, dass wir erneut in eine Abhängigkeit geraten, wie wir sie jetzt erleben bei Gas und Öl. Dazu müssen viele Schritte getan werden. Aber an diesem Punkt kommt auch unsere Handelspolitik ins Spiel. Wir brauchen neue Partnerschaften. Denn geografisch gibt es diese Rohmaterialien nicht nur an einem Platz an der Erde. Das heißt, wir brauchen neue Partnerschaften nicht nur, um unsere Wirtschaft zu stärken, sondern vor allen Dingen auch, um unsere Interessen und unsere Werte global voranzubringen. Und mit diesen gleichgesinnten Partnern können wir auch außerhalb unserer Grenzen Arbeitsstandards, Umweltstandards verwirklichen und sichern. Das heißt, wir brauchen neue Beziehungen zu neuen verlässlichen Partnern in Wachstumsregionen. Ich werde daher die Abkommen mit Chile, Mexiko und Neuseeland zur Ratifizierung vorlegen und wir treiben die Verhandlungen mit Partnern wie Australien und Indien voran. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. But securing supplies is only a first. Aber die Lieferung sicherzustellen ist ein erster Schritt. Die Weiterverarbeitung dieser Metalle ist genauso kritisch. Und heute kontrolliert China die globale Verarbeitungsindustrie. Fast 90% von Rohmaterialien und Lithium werden in China weiterverarbeitet. Wir brauchen also strategische Projekte in der ganzen Wertschöpfungskette vom Abbau bis zur Raffinerie und zur Weiterverarbeitung. Und wir brauchen auch strategische Reserven, wo die Lieferung kritisch ist. Deshalb kündige ich heute einen European Critical Raw Materials Act an. Wir wissen, dass dieser Ansatz funktionieren kann. Denn vor 5 Jahren hat man die Batterieallianz losgestoßen. Und 2/3 der Batterien werden wir in Europa produzieren. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. Dann der European Chips Act im letzten Jahr. Und die Chips-Giga-Fabrik wird in den nächsten Monaten eröffnet werden. Wir müssen also diesen Erfolg auch für Rohstoffe noch einmal wiederholen. Deshalb werden wir auch unsere Finanzbeteiligung erhöhen.
in den wichtigen Projekten, den sogenannten IPCEIs, in den Projekten des gemeinsamen Interesses erhöhen. Und ich werde darauf drängen, dass ein neuer europäischer Souveränitätsfonds eingerichtet wird. Denn wir müssen sicherstellen, dass die Zukunft der Industrie made in Europe ist. Sehr geehrte Abgeordnete, wenn wir uns umschauen und die Welt heute sehen, dann haben wir vielleicht oft das Gefühl, dass das, was so beständig schien, nun zu Ende geht. Und das hat sich auch gezeigt durch das Versterben von Königin Elisabeth letzte Woche. Sie ist eine Legende. She was a constant. Sie war eine Konstante während der turbulenten Ereignisse der letzten 70 Jahre. Stoisch und immer dem Dienst verpflichtet. Aber mehr denn je hat sie immer im richtigen Moment die richtigen Worte gefunden. Also auch im Hinblick auf die Pandemie. Sie hat nicht nur ihrer Nation aus dem Herzen gesprochen, sondern sie hat wirklich der ganzen Welt aus der Seele gesprochen. Ihre Worte zu den Hochzeiten der Pandemie, daran kann ich mich noch erinnern. Sie hat gesagt, wir werden es schaffen. Und dieser Erfolg wird uns allen zuteil werden. Ende des Zitats. Sie hat uns immer daran erinnert, dass die Zukunft auf neuen Ideen aufbaut und auf unsere ältesten Werte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir das Versprechen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit eingehalten. Und die Nationen der Welt haben gemeinsam ein internationales System aufgebaut für Frieden und Sicherheit, Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Aufschwung. Und heute ist das Ziel der russischen Raketen. Was wir in den Straßen von Bucha gesehen haben oder in den Feldern und auch jetzt bei dem Atomkraftwerk in der Ukraine, das ist nicht nur eine Verletzung der internationalen Regeln, sondern man will sie einfach aus der Welt schaffen. Das sollten wir wissen. Und dieser wichtige Moment in der globalen Politik muss dazu führen, dass unsere außenpolitische Agenda überdacht wird. Wir müssen jetzt wirklich in die Kraft unserer Demokratien investieren. Das beginnt mit gleichgesinnten Partnern, mit unseren Freunden in den demokratischen Nationen dieser Welt. Wir sehen die Welt mit den gleichen Augen. Wir teilen die gleichen Werte. Und wir sollten unsere kollektiven Kräfte zusammenbringen, um zu versuchen, diese Demokratien auszuweiten. Der direkteste Weg ist, unsere Beziehungen zu verstärken und die Demokratien in unseren Ländern zu verstärken. Es gibt welche, die schon auf dem Weg in unsere Union sind. Wir müssen wirklich an ihrer Seite stehen, bei jedem Schritt. Denn der Weg hin zu einer starken Demokratie und der Weg hin zur EU sind der gleiche. Deshalb möchte ich zum Beispiel dem Westbalkan, der Ukraine und der Republik Moldau und ihren Bürgern sagen, und ich spreche auch im Namen dieses Hauses, denke ich, sie sind Teil unserer Familie, sie sind die Zukunft unserer Union und ohne sie ist unsere EU nicht vollständig. Das muss die Botschaft sein. And we have seen that there is a need to reach out to. Wir haben gesehen, dass es auch eine Notwendigkeit gibt, über den Beitrittsprozess hinaus zu gehen. Also wir brauchen eine politische Gemeinschaft und wir werden unsere Ideen auch dem Rat vorlegen. Aber unsere Zukunft hängt auch davon ab, wie wir
über diesen Kern unserer demokratischen Partner hinausgehen können. Wir haben Länder, die Interesse daran haben, mit uns zusammenzuarbeiten an den großen Herausforderungen wie Klimawandel und Digitalisierung. Und das ist auch der Global Gateway. Das habe ich ja letztes Jahr hier angekündigt. Und da haben wir schon erste Ergebnisse vor Ort. Gemeinsam mit unseren afrikanischen Partnern arbeiten wir an zwei Fabriken, um mRNA-Impfstoffe zu produzieren, in Senegal zum Beispiel, mit Weltklasse-Technologie. Und wir wollen das jetzt auch in Lateinamerika wiederholen. Das müssen wir jetzt schnell aufgreifen. Das bedeutet Investitionen auf globaler Ebene. Deshalb werden wir uns zusammentun mit unseren Freunden in den USA und unseren Freunden bei den G7-Partnern, damit das Realität werden kann. Und in diesem Sinne werden Präsident Biden und ich ein Leaders-Meeting einrufen, um die Umsetzungsprojekte für diese Investitionen vorzustellen. Sehr geehrte Abgeordnete, das ist Teil unserer Arbeit, unsere Demokratien zu stärken. Aber wir sollten nicht aus den Augen verlieren, wie ausländische Autokraten unsere Länder angreifen. Ausländische Einheiten finanzieren Institutionen und Institute, die unsere Demokratie terminieren. Anfang dieses Jahres hat die Universität Amsterdam einen angeblich unabhängigen Zentrum geschlossen, was eigentlich von chinesischen Einheiten finanziert worden war. Und hier wurden Forschung zu Menschenrechten veröffentlicht. Und da werden zum Beispiel auch die Zwangsarbeit der Uiguren wurden als Gerüchte behandelt. Und das ist wirklich toxisch für unsere Demokratie. Wir haben ja auch unsere Gesetzgebung dazu erlassen, zu ausländischen Direktinvestitionen. Das ist gut. Aber wenn wir das für unsere Wirtschaft tun, sollten wir das Gleiche nicht auch für unsere Werte tun? Wir müssen uns besser schützen vor solcher Einflussnahme. Und deshalb werden wir eine Verteidigung der Demokratie, einen Pakt für die Verteidigung der Demokratie vorstellen. Da wird Einflussnahme berücksichtigt werden, auch seltsame Finanzierungen werden da beleuchtet werden und wir werden auch keine trojanischen Pferde in unsere Demokratie zulassen. Wir haben einen langen Weg zur Demokratie hinter uns, aber wir können uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen. Und viele von uns haben die Demokratie zu lange als selbstverständlich erachtet. Ganz besonders diejenigen, die wie ich nie erfahren haben, was es bedeutet, unter einem autoritären Regime zu leben. Heute sehen wir alle, dass wir uns für unsere Demokratien einsetzen müssen, jeden Tag, jede Minute. Wir müssen die externe Bedrohung, aber auch die innere Bedrohung berücksichtigen. Es ist die Aufgabe meiner Kommission und wirklich die nobelste Aufgabe, die Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Und Sie können sich sicher sein, dass wir auf die justizielle Unabhängigkeit pochen werden. Und wir werden sicherstellen, dass wir unseren Haushalt durch den Konditionalitätsmechanismus schützen werden. And today I would like to focus. Und heute möchte ich mich auf die Korruption konzentrieren, mit all den Aspekten, die es hier gibt. Ausländische Agenten, die versuchen, unser politisches System zu beeinträchtigen. Unternehmen, die hier öffentliche Gelder verwenden mit diesem Ziel. Wenn wir glaubwürdig sein wollen und von anderen Ländern fordern, dass wir ihre Demokratie stärken, müssen wir auch in unseren eigenen Ländern, bei uns zu Hause, die Korruption bekämpfen. And this is why. Und aus diesem Grund wird die Kommission in
den nächsten Jahren auch unsere Gesetzgebung zur Bekämpfung der Korruption stärken. Beispielsweise illegale Bereicherung oder Einflussnahme, Machtmissbrauch über die klassischen Straftaten wie Bestechung hinaus aufnehmen. Und wir werden auch Korruption aufnehmen in unserem Sanktionsregime im Zusammenhang mit Menschenrechten, um unsere Werte besser zu schützen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, die Gründer meinten, dass nur der erste Stein der Demokratie gelegt wurde. Sie haben immer im Hinterkopf gehabt, dass die zukünftigen Generationen darauf weiter aufbauen. Und das tun wir. Demokratie ist nicht aus der Mode geraten, aber die Demokratie muss sich immer wieder erneuern, um sich an das Leben der Menschen anzupassen. Daran werden Sie sich erinnern. Das sind die Worte unseres Freundes David Sassoli, ein großartiger Europäer. Die Demokratie ist nicht aus der Mode geraten, aber sie muss sich immer erneuern, um sich an das Leben der Menschen anzupassen. David Sassoli hat gesehen, dass man sich immer wieder neuen Horizonten zuwenden muss. Und angesichts der Herausforderungen der heutigen Zeiten haben wir erkannt, wie diese Horizonte aussehen mögen. Eine mutigere Union, näher an den Bedürfnissen der Menschen, kühner, wenn es um Entschlossenheit und Maßnahmen geht. Und Sie müssen an der Seite der Europäer stehen, wenn es um die großen Herausforderungen des Lebens geht. Deswegen war die Konferenz über die Zukunft Europas auch so wichtig. Da es war eine neue Möglichkeit des Engagements der Bürger über Wahlen hinaus. Und jetzt haben wir der Stimme der Bürger zugehört, jetzt müssen wir handeln. Die Bürgerpanels waren Kern dieser Konferenz und das wird jetzt ein entscheidendes Element unseres demokratischen Lebens sein. Und dieses Absichtsschreiben, das ich heute an Premierminister Fiala und Präsidentin Metsola geschickt habe, habe ich eine Reihe von Vorschlägen aufgenommen zu zukünftigen Konferenzen über die Zukunft Europas. Beispielsweise eine neue Initiative zu psychischer Gesundheit. Wir müssen uns viel besser um unsere Freunde und Partner kümmern. Diejenigen, die mit Ängsten und Sorgen kämpfen. Hier braucht man einen Zugang zu Unterstützung. Das muss kostengünstig und zugänglich sein. Das ist ganz entscheidend. Eine angemessene Hilfe für die, die das brauchen. Also mit diesem Vorschlag für psychische Gesundheit beabsichtigen wir, dass wir uns hier auf dieses Thema ganz entscheidend konzentrieren. Das ist lebensrettend für viele Europäer. Honorable Members. Sehr verehrte Abgeordnete, die demokratischen Institutionen müssen das Vertrauen der Menschen immer wieder erneut gewinnen. So wie es die Europäer getan haben, als Millionen von Ukrainer an ihre Tür geklopft haben. Was wir gesehen haben, war wirklich das Beste von Europa, eine Union der Entschlossenheit und der Solidarität. Aber diese Entschlossenheit und diese Solidarität fehlt oft in der Migrationsdebatte. Unser Handeln gegenüber der Ukraine darf keine Ausnahme bleiben. Das kann ein gutes Beispiel dafür sein, wie man vorankommen kann. Wir brauchen faire Verfahren, krisengeprüfte Verfahren und wir brauchen rechtlich verbindliche Mechanismen, die Solidarität gewährleisten. Und gleichzeitig brauchen wir eine effiziente Kontrolle unserer Außengrenzen, natürlich in Einklang mit den Grundrechten. Migration und Migranten müssen mit Würde und Respekt behandelt werden. Alle Mitgliedstaaten müssen Verantwortung für die ganzen Herausforderungen übernehmen, die wir teilen. Wir brauchen Solidarität aller Mitgliedstaaten. Wir haben Fortschritte bei dem Pakt gesehen. Wir haben einen Fahrplan. Und jetzt brauchen wir den politischen Willen, um voranzukommen. Verehrte Abgeordnete,
Vor 3 Wochen hatte ich die wunderbare Gelegenheit, 1500 junge Menschen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt zu treffen. Und diese jungen Menschen haben ganz unterschiedliche Auffassungen. Sie kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern, sprechen unterschiedliche Sprachen, haben ganz verschiedene Hintergründe. Und dennoch verbindet sie eines. Sie teilen gemeinsame Werte und Ideen. Sie glauben an diese Werte und sie sind entschlossen, sie auch umzusetzen. Sie möchten sich leidenschaftlich einsetzen für etwas, das größer ist als sie selbst. Und diese Generation ist eine wunderbare Generation, eine Generation der Träumer und Umsetzer. Und ich habe in meiner letzten Rede über die Lage der Union gesagt, dass ich möchte, dass wir mehr auf diese jungen Leute blicken. Ihre Ziele und Wünsche sollten wir uns genauer ansehen bei all dem, was wir tun. Und das ist der richtige Ort dafür, sind unsere Verträge. Jegliche Handlung der Union sollte von ganz einfachen Grundsätzen geleitet werden, nämlich, dass wir die Zukunft der jungen Generation nicht schädigen dürfen, dass wir der neuen Generation einen besseren Ort hinterlassen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, Solidarität zwischen den Generationen auch in unseren Verträgen zu verankern. Es ist an der Zeit, das europäische Versprechen zu erneuern. Und wir müssen auch die Dinge, wie wir sie entscheiden und tun, verbessern. Manche mögen sagen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn wir uns jetzt wirklich für die Welt von morgen vorbereiten möchten, dann müssen wir handeln und arbeiten an den Dingen, die für die Menschen so wichtig sind. Und wenn wir auch ernsthaft über eine größere Union nachdenken, müssen wir auch ernsthaft über Reformen nachdenken. Dieses Parlament hat das ja auch gefordert. Und deswegen glaube ich, dass ein europäischer Konvent jetzt angebracht ist. Honorable Member. Sehr verehrte Abgeordnete, es wird gesagt, dass das Licht im Dunkeln am hellsten strahlt. Und das gilt bestimmt ganz besonders für die Frauen und Kinder, die von den russischen Bomben geflüchtet sind. Sie sind aus einem Land geflohen, in dem Krieg herrscht, voller Traurigkeit und Angst vor dem, was geschehen mag. Aber sie sind mit offenen Herzen und offenen Armen empfangen worden. Viele Bürger wie Magdalena und Agnieszka, 2 junge Frauen aus Polen, 2 junge selbstlose Frauen, haben von den Zügen gehört, voller Flüchtlinge. Sie sind an die Station gekommen, sie haben Dinge organisiert, Zelte aufgestellt, so viele wie sie konnten. Sie sind zu den Supermarktketten gegangen, um Lebensmittel zu organisieren, Medizin und so weiter. Sie haben 3000 Freiwillige zusammengebracht innerhalb von wenigen Tagen, die rund um die Uhr für die Flüchtlinge bereit standen. Und die beiden jungen Frauen sind heute auch bei uns, Magdalena und Agnieszka. Magdalena, stand up. Magdalena, bitte, bitte stehen Sie auf. There are stories about everything. Und Ihre Geschichte ist ein Beispiel für das, wofür unsere Union steht, für Solidarität. Sie haben allen gezeigt, was Europäer eigentlich erreichen können, wenn wir uns um eine gemeinsame Sache sammeln. Das ist der europäische Geist, eine Union, die stark zusammenhält. Lang lebe Europa. Vielen Dank. Hallo.
Hallo. Herzlichen Dank, Frau Kommissionspräsidentin. Jetzt starten wir unsere Analyse und wir freuen uns ganz, ganz doll, dass Frau Staatsministerin Melanie Hummel heute bei uns ist und sie gemeinsam mit Jörg Wojan und Frau Schreiber die Rede ein wenig analysieren wird, die wichtigsten Punkte rauskitzeln wird. Und jetzt darf ich die Protagonisten auf die Bühne bitten. Gehen Sie zur Verhandlung, ganz links. Ja, das hört man. Guten Morgen noch alle zusammen. Herzlich willkommen wieder zu unserem tollen Versammlungsort, den uns das Europäische Patentamt hier in München freundlicherweise zur Verfügung stellt. Ich darf zu meiner Linken begrüßen Frau Melanie Hummel, Ministerin für Europa und Internationales in der Bayerischen Staatskanzlei. Herzlich willkommen, Frau Hummel. Und zu meiner Rechten Dr. Jörg Wojan, der Leiter, Jörg Wojan, Leiter der Kommissionsvertretung, der EU-Kommissionsvertretung in Berlin. So, jetzt setze ich mich dazu. Mein Name ist Sylvia Schreiber, ich bin Journalistin und Wissenschaftskommunikatorin und vertrete heute die Birgit Schmeitzner, die Sprecherin der Kommissionsvertretung, die leider nicht bei uns sein kann. Ja, wir haben es eben gehört, die Rede zur Lage der Europäischen Union, State of the Union. Es war die dritte State of the Union von Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Und ich fange gleich an mit der ersten Fragerunde. Die Frage geht an Frau Hummel. Was war das Bemerkenswerteste für Sie, was Frau von der Leyen gesagt hat? Also ich fand insgesamt, dass sie die Einordnung ja insgesamt in das Geschehen sehr stark verständlicherweise auch an den Krieg in der Ukraine ausgerichtet hat. Aber ich fand dann gerade ganz am Schluss, als sie auch zur Konferenz zur Zukunft Europas kam, wo man ja erst im Moment gedacht hat, es gibt quasi nur den einen Vorschlag mit der psychischen Gesundheit, und dann hat sie aber noch nachgeschoben, Konvent, und dann so ein bisschen über Verträge hat sie zumindest anklingen lassen. Das fand ich doch ganz spannend, so ganz am Schluss noch so mit reingenommen. Ansonsten war vieles in meinen Augen dabei, was durchaus im Vorfeld auch erwartet wurde, im Bereich Energie, Green Deal, sie hatte noch Wasserstoff im Besonderen mit dabei, aber da waren doch viele, die Solidarität mit der Ukraine, die sie natürlich ganz zentral auch an den Anfang gestellt hat. Ich glaube, da war viel dabei, was durchaus erwartet wurde, viel Pathos war auch dabei gewesen. Ab und an mal war es dann aber auch so, dass es eher ein bisschen unklar geblieben ist und uns die Details natürlich noch brennend interessieren würden. Genau, danke schön. Bevor wir zu den Details kommen, eine Frage an Herrn Jörg Wojan. Die EU eilt ja von Krise zu Krise, und das ist auch in der Rede natürlich stark zum Ausdruck gekommen. Sie wächst mit ihren Aufgaben, die Geschlossenheit und die Zusammenhalt wächst. Das sieht man deutlich von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig müssen sehr, sehr viele Details erarbeitet werden. Die Energiefragen stehen im Mittelpunkt. Und da wird unter anderem von Mitgliedstaaten der Kommission der Vorwurf gemacht, sie arbeitet zu langsam. Ist das fair? Ich denke, die Kommission hat anders als viele Regierungen viele Dinge vorausgesehen und versucht, alle anzuschieben. Ich sehe da eher viele Beispiele, wo wir Führung bewiesen haben, wo andere nur zugeschaut haben. Nicht immer erfolgreich. Wir haben ja schon vor über einem Jahrzehnt gesagt, macht eure Energieversorgung diverser.
Einige Mitgliedstaaten haben das darauf reagiert, indem sie sich noch abhängiger von einem einzigen Lieferanten gemacht haben. Und wir haben das auch in den vergangenen Krisen gesehen, dass wir als Kommission, glaube ich, eher an der Spitze der Bewegung standen beim Impfstoffbeschaffen, bei der Initiative gemeinsam die Wirtschaftskrise zu bekämpfen mit Next Generation EU und eben jetzt gerade, und ich, das ist auch die frischeste Erinnerung, jetzt beim Krieg in der Ukraine, wo der eine oder andere Mitgliedstaat noch gezögert hat, sind wir voranmarschiert, um im Bild zu bleiben. Wir haben 2,5 Milliarden Euro in die Hand genommen und Waffen für die Ukraine gekauft, um sich zu verteidigen, um uns zu verteidigen. Das sollen wir ja nie vergessen. Die machen das ja nicht nur für sich, natürlich erstmal für sich, aber jeder russische Panzer, den sie da mit Verlaub abschießen, der rollt schon mal nicht über die Grenze in Guben, ne? Um das völlig bildlich hier zu beschreiben. Und da würde ich eher sagen, nein, wir sind so schnell, wie es geht. So schnell, wie es geht, genau. Qualität vor Eile, denke ich, ist auch ein gutes Merkmal. Wir waren schon bei den Details. Vieles wird zurzeit beschlossen für die Energiemärkte. Konkret hat Frau von der Leyen diese Stromgewinnabschöpfung angekündigt, aber eben halt auch Markteingriffe, wo sie mit einer Taskforce die Regeln erst ausarbeiten möchte, aber eben halt auch eine Forcierung weg vom Fossil. Frau Hummel, Bayern wird in diesen Tagen häufig der Vorwurf gemacht, nicht genügend getan zu haben, vom Fossilen wegzukommen, nicht genügend in die Windkraft investiert zu haben. Jetzt dieselbe Frage wie an Herrn Bojan, ist das fair? Also wenn man sieht, wie wir in Bayern die letzten Jahre gerade auch die erneuerbaren Energien ausgebaut haben und was wir auch noch vorhaben, muss ich sagen, sind wir ja da im Vergleich zu vielen Bundesländern ja wirklich an der Spitze. Also sprich, wenn wir an Wasserkraft denken, auch im Bereich der Photovoltaik und ja, im Bereich der Windkraft sind wir nicht an der Spitze, aber ich möchte auch schlichtweg sagen, dass zum Beispiel in Norddeutschland durchaus auch mehr Windhöfigkeit ist, als vielleicht das eine oder andere Mal bei uns in Süddeutschland. Also sprich, und auch hier ist es ja so, dass wir auch nicht ganz am Schluss stehen, wie man manchmal in der Diskussion denken könnte, sondern wir sind so auf Platz 7, 8 im Bundesländervergleich und wir wollen hier ja auch noch einiges weiter. Es sind ja an die mindestens 800 Windräder auch nochmal angedacht. Also auch hier werden wir nicht stehen bleiben, sondern selbstverständlich auch weiter ausbauen. Also von daher hat Bayern hier schon die letzten Jahre sehr, sehr viel getan. Gerade eben, wenn man das im Vergleich der Bundesländer sieht und wird auch weiter. Wir haben uns gerade in einer der letzten Kabinettssitzungen nochmal sehr ehrgeizige Ziele auch gesetzt. Besonders erwähnt wurde ja Deutschland beim Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft. Wie sieht es da in Bayern aus? Also wir waren noch vor dem Bund die Ersten, die eine Wasserstoffstrategie eben hier auch beschlossen haben im bayerischen Kabinett, weil eben dieser Wasserstoff als neuer Energieträger für uns von vornherein also sehr im Fokus auch gestanden ist. Und gleichzeitig ist es so, dass wir jetzt hier einerseits Ausbau, Wasserstofftankstellen eben auch im Bereich der Produktion, auch in meiner Heimat in Oberfranken, läuft da gerade wirklich einiges sehr, sehr voran. Gleichzeitig war ich jetzt kürzlich in Tunesien gewesen, um hier auch in Tunesien dort mit den Verantwortlichen zu sprechen. Wie sieht es denn aus, wenn wir importieren müssten und vor allem kann da Produktion stattfinden und wie kann da Transport dann auch nach Bayern sein? Also da gibt es ja die bisherige Gaspipeline, wo eben aus Tunesien Richtung Italien mit 5 Röhren transportiert wird und könnte man da nicht auch Wasserstoff Richtung von eben Tunesien dann auch Richtung Italien, Österreich, Bayern transportieren? Also auch hier einiges, was wir jetzt eruieren wollen, wo wir eben vor Ort die Möglichkeiten konkretisieren wollen. Und das ist das, was ich letzte Woche eben hier mit Tunesien angestoßen habe, über ein Projekt, wo auch die GEZ mit dabei ist. Kurze Nachfrage dazu. Macht das jedes Bundesland jetzt für sich eine neue Energieaußenpolitik?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir selbstverständlich als verschiedene Bundesländer auch uns immer wieder auf den Weg machen. Und hier, klar gibt es das, deswegen habe ich ja auch gesagt, es wird ein Projekt sein im Rahmen auch der GEZ, aber dass wir auch als Bundesland investieren, weil schauen Sie mal, wir sind ein starkes Land in Bayern. Unsere Unternehmen fragen natürlich auch, was macht der Freistaat Bayern? Was macht eben auch hier vor Ort die Landesregierung, die Staatsregierung? Und deswegen halte ich das auch für notwendig und wichtig, dass auch wir hier Geld in die Hand nehmen, und das tun wir. Und deswegen haben wir damals auch die Wasserstoffstrategie eben da nicht gewartet, bis der Bund eine auflegt oder bis Europa einen Pakt schließt, sondern sind da schon vorangegangen. Und ich halte das für notwendig und richtig. Ja, danke schön. Man sieht die Polarität, starke Regionen. Auf der anderen Seite hat die Brüsseler Ebene einen großen Machtzuwachs erfahren in den letzten Jahren durch Geschlossenheit, durch EU-Verträge. Das wird ausgebaut. Beispielsweise gibt es immer mehr delegierte Rechtsakte, die man auch im Energiebereich zieht, die erneuerbare Energierichtlinie, der RED III wird vermutlich auch im delegierten Rechtsakt, ähnlich wie die grüne Taxonomie, verabschiedet werden. Heißt das, man braucht im Gegenpol MWEL auch stärkere Elemente zur Bürgerbeteiligung? Ja, und wir gehen in die Richtung. Und wenn die Präsidentin heute, und das war, glaube ich, hatten wir schon angesprochen, ein Novum, sie ruft offen dazu auf, dass wir einen Konvent einberufen sollen. Sie macht sogar einen konkreten Vorschlag für eine Vertragsreform, einen neuen Punkt in den Verträgen, in dem sie die Generationengerechtigkeit mit einbauen will. Und das ist, wie hier alle, die aus Deutschland kommen, gleich erkennen werden, ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat dieses Rechtskonstrukt im Grunde erfunden, vor wenigen Monaten im Urteil über den Klimaschutz, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir müssen uns um die Freiheit der künftigen Generationen kümmern, wenn wir über Freiheiten der Gegenwart diskutieren. Und das war, glaube ich, nicht allen so bekannt. Und historisch vielleicht haben die Menschen immer automatisch daran gedacht, wie es den nächsten Generationen geht. Ich weiß es nicht, oder wir konnten nicht so viel kaputt machen. Aber heute, denke ich, ist es notwendig, das, was in Deutschland das Bundesverfassungsgericht schon festgeschrieben hat, auch auf europäischer Ebene zu formulieren. Und ich denke, das ist hilfreich, dass wir Bürgerbeteiligung großschreiben, haben wir, glaube ich, alle auch zusammen erlebt. Bei der Konferenz zur Zukunft Europas. Das wollen wir nicht aufgeben, sondern weiter betreiben. Ich hatte ja gestern schon einen optimistischen Aufruf, Stichwort Glas halb voll, gemacht. Und der Aufruf der Präsidentin jetzt in der Rede geht ja eindeutig in diese Richtung. Konvent ist ja die Konkretisierung dessen, was wir in dem, was manche als etwas amorph empfunden haben, Prozess der Konferenz zur Zukunft Europas angelegt haben. Also da ist doch jetzt tatsächlich was, wo wir uns alle auch dann ein bisschen dran festhalten und darauf konzentrieren können, wie es weitergeht. Wir wissen, im Parlament ist da ganz überwältigende Unterstützung dafür. Wir wissen auch, dass in vielen nationalen Parlamenten oder in auch regionalen Parlamenten dafür Unterstützung herrscht. Jetzt schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Dankeschön. Wie sieht Bayern die Zukunftskonferenz oder den Konvent? Kann man sich da genügend einbringen oder hätten Sie gerne noch andere Dinge, die bei der Zukunftskonferenz zur Sprache gekommen sind, verstärkt haben wollen? Man muss ja eines sagen, die Ergebnisse der Zukunftskonferenz, da kann ja vieles in den bereits bestehenden jetzigen Verträgen und Möglichkeiten umgesetzt werden. Also von daher würde ich mir wünschen, ich habe mal die Zahl sogar von 90% gehört. Und von daher ist für mich ein Stück weit die Frage, ob man nicht diese 90% schauen sollte, was kann man da umsetzen, um auch den Bürgern zu sagen, wir nehmen euch ernst, wir zeigen euch, dass wir die Anliegen, die ihr habt, auch wirklich dann in Prozedere, in eine Umsetzung zu bringen, anstelle vielleicht die 10%, für die es dann eben Vertragsänderungen oder anderes braucht, jetzt den Weg zu beschreiten, was ein sicherlich langwieriger, ich sage jetzt auch mal vielleicht zäher Prozess sein könnte,
Und ob das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist, das stelle ich einfach hier in Frage, weil in meinen Augen haben wir gerade so viel zu bewältigen, dass ich mir eben wünschen würde, dass wir uns nicht in lange Verfahren eines Konvents plus Vertragsveränderungen da die Kraft reinsetzen, sondern das umsetzen, was möglich ist und den Bürgern dann auch hier vielleicht mit zügigeren Ergebnissen zu zeigen, wir nehmen sie ernst. Also das wäre für mich ehrlicherweise der erste Schritt, bevor wir die den weiteren Weg sozusagen machen, weil der Zeitpunkt jetzt erscheint mir schwierig. Gut, Dankeschön. Ich würde damit die Fragerunde für das Podium, vom Podium an das Plenum öffnen. Gibt es Fragen an unsere beiden Vortragsgäste? Ich habe gehört, es sind heute ja Gäste aus Deutschland und Österreich mit anwesend. Ja. Ein herzliches Grüß Gott auch an die Vertreter aus Österreich. Genau. Die fragen auch immer gern. Also ist das, ja, bitte. Ah, okay, ja, da hinten blendet der Scheinwerfer. Tatsächlich, genau, aus Herr, Wien. Der genau. Herr aus Wien. Frage aus Wien. Hallo. Wir haben jetzt gerade diese Live-Übertragung gesehen und das ist ja relativ wichtig für die Bürgerinnen und Bürger Europas und sehr viele Elemente sind ja auch quasi kopiert von den Amerikanern. Warum schaffen wir es aber nicht, dass das Ganze zu Primetime ist, wo das ja eigentlich für die Bürger sein sollte? Und könnte sich die Kommission zum Beispiel dafür auch einsetzen, dass man das zu Primetime macht? Das Gute ist, das muss ich gleich beantworten, ich sage mal freie Medien, aber schaut, wir kommen ja immer mehr in den Fokus. Heute schalte ich das in der Früh das Fernsehen ein und dann kommt in der Tagesschau als zweite Meldung, heute hält Frau von der Leyen die Rede zur Lage der Union. Also vor ein paar Jahren war das keine Meldung, da hatten wir Glück, wenn das dann irgendwann, wenn es als die Rede vorbei war, mal gemeldet wurde. Na, schauen wir mal, dass wir zu Primetime kommen. Aber bitte, wir leben hier in Ländern, wo der Tod einer Monarchin eines Landes, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben, für den wird das gesamte Fernsehprogramm freigeräumt. Muss man halt schauen, was wichtiger ist. Aber gut, ich will jetzt damit nicht das Andenken der Königin schänden. Ich will das nochmal in Relation setzen. Danke. Frau Hummel, wollten Sie dazu auch noch antworten? Also mein Eindruck ist, dass es, wie es der Herr Dr. Wojan gerade schon gesagt hat, dass es durchaus inzwischen mehr Sensibilität und mehr Aufmerksamkeit für Europa gibt. Aber es könnte natürlich sicherlich, da haben Sie recht, noch prominenter platziert sein. Dann ist aber auch natürlich die Frage, wie viele Menschen können sich, wie wir heute, die Zeit nehmen, jetzt diese Rede anzuhören, so mitten am Arbeitstag. Bei uns gehört es zur Arbeit sozusagen dazu, aber viele sind jetzt auch an ihrem normalen Arbeitsleben. Also vielleicht müsste man da auch sozusagen mal Zeitpunkte überleben, aber das ist jetzt nur eine ganz persönliche Anmerkung. Ja, Daniel Gera meinte, glaube ich, dass wir das statt Deutschland sucht den Superstar abends senden sollten, aber solange das ARD und ORF nicht mitmachen, ist schwierig. Ja, bitte. Oder die Dame da hinten. Hatten Sie sich vorher, die Dame, ja bitte. Ich vertrete das Europe Direct Land Salzburg und ich hätte eigentlich eine Frage, die gestern schon stellen wollte, aber zur Solidarität, die derzeit wirklich dringend Anliegen wäre und vordringlich wäre, gerade im Hinblick auf die Energiekrise, die uns ja jetzt mit voller Wucht wahrscheinlich treffen wird im Herbst, Winter. Also wir befürchten natürlich einen strengen Winter und haben gerade jetzt, also als Binnenland in Österreich, haben wir das Problem, dass wir abhängig sind von Gastransport durch Deutschland und vor allen Dingen auch durch Bayern und damit wir auch mit unserer Industrie durch die Krise kommen können im Winter. Und ich wollte vor allen Dingen an die Frau Europaministerin diese Frage stellen, wie das garantiert werden kann, dass nicht für die bayerische Industrie jetzt alleinig zum Beispiel Gas, das uns zusteht aus Österreich, dann irgendwie nicht durchgeleitet wird. Das ist meine Frage. Ich denke, das geht an Sie.
Man darf vielleicht eines zu bedenken geben, der größte Speicher für Bayern liegt auf österreichischem Gebiet. Also wir haben in Anführungszeichen die Sorge, die Sie haben, umgekehrt auch. Und wir würden uns von der Bundesebene wünschen, dass Sie hier mit Österreich zusammen eben das entsprechend auch regelt, vertraglich auch klar regelt. Und das wäre, glaube ich, in unserer beider Interessen, weil das können wir als Land Bayern nicht, da ist die Bundesebene gefragt und da würden wir uns wünschen, dass hier das so geklärt wird, dass es für beide Seiten positiv ist. Und dieser Speicher ist übrigens in meinen Augen, wenn man sich im bundesweiten Vergleich anschaut, noch nicht voll genug. Also wir sehen das auch mit Sorge und sind da auch in Berlin mehrfach vorstellig geworden, dass man nicht vergisst, auch diesen Speicher ordentlich zu füllen. Ich glaube, hier vorne der Herr. Uli Brückner aus Berlin. Ich habe eine Rückfrage zu der Bemerkung, dass die Voraussetzungen für eine Vertragsreform nicht erfüllt sind. Soweit ich Vertragsreformen verstehe, geht es dabei um die Steigerung von Effizienz, Effektivität, Legitimität und der Rolle der Europäischen Union in der Welt. Wann wären denn die Voraussetzungen Ihrer Meinung nach erfüllt, wenn nicht der äußere Druck extrem hoch ist, die Bereitschaft vereinigt zu stehen, zu erkennen, dass es einen Mehrwert für europäische Integration gibt? Hätten Sie irgendwann in der Vergangenheit einen Zeitpunkt identifizieren können, den Sie für günstiger halten? Es ging ja darum, dass man gesagt hat, dass es der Anlass sozusagen, die Zukunft der Konferenz, die Konferenz zur Zukunft Europas, also diese, das, was man ja auch hier mit den Bürgern und den verschiedenen Gremien durchgeführt hat, dass das ein Ergebnis ist, dass man jetzt den Konvent benötigt und auch Vertragsänderungen. Und mein Punkt ist zu sagen, können wir nicht viele der Punkte, die dort auf den Weg gebracht oder angeregt wurden, über die jetzt in den jetzigen Strukturen umsetzen, um auch den Bürgern zu zeigen, hier das, was du an Veränderungsbedarf siehst, da tut sich auch was. Weil meine Befürchtung ist schlichtweg, dass wenn wir über Konvent- und Vertragsänderungsverfahren gehen, dass wir da unwahrscheinlich viel Zeit und Kraft reinsetzen müssen und dass dann vieles bei den Bürgern eher ankommt, ja, die beschäftigen sich da eher mit sich selbst als mit dem, was wir uns eigentlich als Anliegen gedacht haben. Wenn, wie schon gesagt, und das ist mir mehrfach, habe ich diese Zahl gehört, dass 90% der Anliegen der Bürger jetzt mit den jetzigen Verfahren schon umgesetzt werden könnte. Und da ist für mich die Frage, auch im Hinblick darauf, dass auch die Bürger spüren, Europa setzt um, ist zügig dabei, ob wir nicht dieses angehen sollten, bevor wir zum jetzigen Zeitpunkt andere Wege gehen, die ich eben für sehr viel zeitintensiver sehe und weil auch im Moment unwahrscheinlich viel zu leisten ist. Und man muss sich ja auch überlegen, wie werden Verträge denn auch bestätigt? Da hat ja jedes Land, Mitgliedstaat auch unterschiedliche, Prozedere. Und da ist es, glaube ich, einfach was schon Zeit in Anspruch nehmen wird. Und in einer Krisensituation vieles auf den Kopf stellen zu wollen, da, glaube ich, muss man die Krise auch ein Stück erstmal beherrschen und dann kann das ein Schritt sein. Richtiger Zeitpunkt. Ich will ganz kurz anknüpfen, ohne die Frage zu beantworten, noch mal darauf hinweisen, tatsächlich, wir haben ja schon als Kommission klar analysiert, was wir sofort umsetzen können, was schon in der Umsetzung ist sogar und wo wir mit den vorhandenen Bordmitteln was tun können. Und das deckt ungefähr 80-90% ab. Zweitens, um wieder zur Rede zurückzukommen, ist natürlich in der Aufforderung und Notwendigkeit zur Erweiterung auch angelegt, dass wir uns anschauen müssen, wie der Laden jetzt funktioniert. Und wir wissen alle, da gibt es einiges zu verbessern.
Da hat die Präsidentin ja auch noch einen Gedanken, ohne jetzt Vertragsänderung zu machen, eben, ich will jetzt besonders diplomatisch sein, angetippt, als sie über die europäische politische Gemeinschaft sprach, die ja auf die Idee von Macron zurückgeht und wo sie jetzt eben das kräftiger und konkreter auf den Weg bringen will. Aber ich würde auch noch hinweisen, sehr spannend, was sie sagt über eine Allianz der Demokratien zusammen mit Biden. Da müssen wir wirklich schauen, denn wenn ihr seht, wir haben ja eine ganz tolle Bestandsaufnahme in der UNO gehabt, als es darum ging, den russischen Angriff zu verurteilen, wo wir 144 Länder auf der Seite der Guten haben. Ich sage das mal so plakativ, dann die 5 üblichen Verdächtigen auf der anderen Seite und dann so eine Reihe, die auf dem Zaun sitzen, wie man so schön auf Englisch sagt, und darunter sind doch eine Reihe von G20-Ländern auch. Und auch von G20-Ländern, die eigentlich Demokratien sind. Ich rede jetzt nicht von Saudi-Arabien, aber Indien zum Beispiel. Und da ist der Moment, wo wir die eher mehr an unser Herz drücken müssen. Und deswegen würde ich auch diesen großen Demokratieaufruf, der vielleicht pathetisch ist, das kann schon sein, aber auch eine Notwendigkeit, hier ein bisschen in den Vordergrund rufen. Und noch einen Aspekt vielleicht, weil Frau Ministerin Hummel hat recht, ne? Das ist schwierig, da solche neue Sachen zu verhandeln und ratifizieren, durch Parlamente zu bringen. Wir sehen das ja bei den Handelsabkommen. Nicht umsonst hat die Präsidentin das da auch angesprochen, dass wir da mehr tun müssen bei Handelsabkommen. Und sei es nur, dass wir die Rohstoffe sichern, mit denen wir dann hier den BMW bauen können, oder zumindest die, erstmal die Batterie, mit der der BMW dann künftig laufen wird. Und wir, und das geht dann wieder euch, ich versuche das schnell runterzubrechen, an, und wir brauchen die Rohstoffe auch, wenn wir sie hier bei uns im Land haben. Wir haben ganz große Lithiumvorkommen im Erzgebirge oder zu den Füßen des Erzgebirges, und ich kann jetzt mir schon an 3 Fingern, an 5 Fingern abzählen, dass unsere Freunde, Stichwort Desinformation, schon da wieder Unbillen schüren werden. Ja, wenn da abgebaut wird, werden 3 Bäume abgesägt, irgendwelche Konzerne klagen, ihr kennt alle Schlagwörter, das wird alles kommen, macht euch schon mal bereit, weil, wenn ihr die Zahlen seht, da gibt es halt da draußen ein paar Player, die haben ein großes Interesse daran, dass wir keine Rohstoffe zur Verfügung haben und dass wir immer zu ihnen kommen und betteln. Also wenn ich jetzt der chinesische Propagandaminister wäre, der ja hier indirekt angesprochen wurde in der Rede, hätte ich jetzt schon eine tolle Strategie, um die Leute bei euch da in der Gegend aufzuwiegeln, dass wir nicht das Lithium abbauen. Ja, da hinten an der Säule hatte sich gemeldet. Dann ja, vielen Dank. Cornelius Adebar, Team Europe, vielen Dank für Ihre Einschätzung zur Rede. Die Kommissionspräsidentin hat sich ja auch sehr stark für Rechtsstaatlichkeit eingesetzt. Sie hat die Verteidigung der Werte betont und hat dabei auch das Haushaltsinstrument angesprochen. Meine Frage an Sie, Dr. Wojan, ist das eine Kehrtwende? Ist die Kommission jetzt wirklich dabei, sich um Rechtsstaatlichkeit zu kümmern? Bisher musste sie ja eher zum Jagen getragen werden, gerade durch auch das Parlament. Oder sind das tatsächlich jetzt nur die schönen Worte, die fallen mussten, weil es zu so einer Rede gehört? Und vielleicht an die Europaministerin im selben Kontext, da es ja meistens um Ungarn geht und Bayern und Ungarn enge politische und wirtschaftliche Beziehungen haben, würde ich fragen, hören Sie das eigentlich auch beispielsweise aus der Unternehmerschaft, dass es Probleme gibt mit Rechtsstaatlichkeit in Ungarn? Ist das ein Problem für bayerische Partner, Auftragsvergabe durch öffentliche Stellen in Ungarn und Ähnliches? Vielen Dank. Ja, ich würde dem Jagen, zum Jagen getragen werden, widersprechen. Wir haben ja die Konditionalität auf den Weg gebracht. Wir haben vorher schon die Europäische Staatsanwaltschaft vor einem Jahrzehnt begonnen voranzutreiben, wo gerade Ungarn ja nicht dabei sein will, leider auch ein paar andere nicht. Und Ungarn kann dann sagen, schau, die sind auch nicht dabei. Und dieser Langsamkeitseindruck entstand ja, weil die Kommission nicht sofort, als der Rechtsakt gültig wurde, das Verfahren gestartet hat. Aber das ist einfach Politik. Es ging vorher darum, dass wir im Rat das überhaupt durchbringen. Und dazu musste man halt ein bisschen Wheeling and Dealing machen und sagen, naja, ihr dürft erst mal klagen und dann bringen wir es voran.
sonst hätten wir es gar nicht durchbekommen. Und naja, ob das jetzt ein paar Monate früher oder später gestartet wird, halte ich für nicht so dramatisch. Aber umso wichtiger in der Tat, da haben Sie schon recht, dass die Präsidentin sich jetzt da besonders dazu bekennt. Und was natürlich stimmt, hier als Tribut an das Parlament, das muss sie auch, weil halt da in dem Halbkreis die Leute sitzen, die da besonderen Wert drauf legen und uns da, ich würde nicht sagen zum Jagen tragen, aber doch lautstark unterstützen. Ne? Sie hatten die Frage dazu noch was. Ja. Sie hatten die Frage ganz kurz ja auch an mich gestellt. Also ich halte es für notwendig, dass wir die Themen Rechtsstaatlichkeit in der Kommunikation mit Ungarn auch immer wieder ansprechen. Ich habe das selber in Gesprächen mit dem ungarischen Außenminister auch getan, weil mir das ein wichtiger Punkt ist. An mich persönlich sind noch keine Unternehmen herangetreten, die gesagt hätten, sie hätten da Schwierigkeiten. Sie geben Zeichen. Im Gegenteil, die Unternehmen aus Deutschland investieren immer noch mehr und noch fröhlicher in Ungarn. Und ich enthalte mich aller weiteren Kommentare. Ich glaube, es war in dem Zusammenhang auch ein wichtiger Punkt, dass sie den Kampf gegen die Korruption innerhalb der EU stärken möchte. Das war neu. Ich kann noch eine Frage nehmen. Nein, ich kriege Zeichen. Wir sind schon über der Zeit, 5 Minuten drüber. Ja. Es tut mir leid, aber vielleicht ergibt sich bei der Kaffeepause die Möglichkeit, an unsere beiden Gäste die Frage zu richten im bilateralen Gespräch. Ich danke allen für die Aufmerksamkeit und für die tollen Beiträge. Vielen Dank, Frau Hummel, vielen Dank, Jörg Mohjan. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Machen wir schnell noch ein Foto vor der Flagge. Machen wir auch noch ein Foto, genau. Ja, aber vor der Flagge machen.